Hallo, meine lieben Ananäschen, und willkommen zurück zu Sweet Amores Schulleben, Episode 38, die Macht der Vergangenheit. Es geht doch noch so ein bisschen mehr um Alexi, Armin und ihren Bruder Evan. Wir hatten zuletzt ja nicht gerade die beste Begegnung mit ihnen, waren jetzt in der Cafeteria, und ich möchte auf zwei Dinge aufmerksam machen. Und zwar, aktuell läuft noch das Halloween-Event, wobei Event vielleicht ein bisschen zu viel gesagt ist, weil letztendlich gibt es euch nur die Möglichkeit, vergangene Halloween-Outfits und Bilder zu bekommen. Dabei bitte nicht vergessen, ihr seht immer nur die Teile, die ihr der aktuellen Sue auch anziehen könnt. Das heißt, seid ihr aktuell in Schulleben, so wie ich jetzt gerade, dann seht ihr auch nur die Klamotten und die Illustrationen aus Schulleben. Geht ihr über zu zum Beispiel Campusleben, dann seht ihr, ich habe alle Illustrationen aus Campusleben. Und dann seht ihr die anderen Klamotten. Geht ihr über zu Beziehungsleben, seht ihr die Illustrationen aus Beziehungsleben. Und ich glaube aber, die Klamotten sind... Nee, sind nicht dieselben. Ah, okay. Also denkt dran, es ist immer das, in welchem Leben ihr euch gerade befindet. Genau, und das können halt auch unterschiedliche Klamotten sein. Alle Kleidungsgegenstände werden mit Gold bezahlt, alle Bilder mit AP. Merkt euch auch das. So, dann möchte ich noch eine weitere Sache sagen, und zwar in Next Generation haben wir 245.772 Voranmeldungen. Ich möchte nur noch mal betonen, dass bei 250.000 Voranmeldungen die Raumkids dazukommen. Ich möchte außerdem betonen, dass ich diese verdammten Raumkids haben möchte. Dementsprechend, Leute, 4.628 Leute müssen sich noch anmelden. Das kann ja jetzt wohl nicht mehr so schwer sein. Legt euch ins Zeug. Okay. Wir machen jetzt aber weiter in Episode 38 und schauen mal, was noch so auf uns zukommt. Wir haben so eine Art Masterplan mit Rosalia und Castiel das letzte Mal geschmiedet. Ich weiß tatsächlich auch gar nicht, was aktuell unsere Aufgabe ist, wenn ich ehrlich bin. Geh draußen eine Runde spazieren. Okay, das sollte möglich sein. Nein, nein und nochmals nein, das darf nicht wahr sein. Ich habe diese Seite schon zweimal überprüft. Melody war über ihr Geschichtsbuch gebeugt und schien mit sich selbst zu reden. Melody, alles okay? Wooly, ich habe dich gar nicht kommen sehen. Tut mir leid, ich wollte dich wirklich nicht stören. Ich wollte nur ein bisschen frische Luft schnappen. Kein Problem. Ich versuche nur mit dem Lernen fertig zu werden. Was lernst du denn? Geschichte. Ich versuche mir alle Schlüsseldaten aus dem Indochina-Krieg zu merken. Ich bin mir sicher, das ist das Prüfungsthema. Wieso bist du dir da so sicher? Weil eben. Because, okay? Herr Fresse hat in den letzten Stunden ein paar Anspielungen in die Richtung gemacht. Wenn du das sagst. Du wirst sehen, das ist Mathematik. Nee, das ist Geschichte. Das Thema ist seit 4 Jahren nicht mehr drangekommen. Es muss einfach dieses Jahr sein. Ich war noch nie gut in Statistik. Ich gehe da mal. Nächste Stunde fängt gleich an. Großartig. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Könnte Melody vielleicht recht haben? Sind die Prüfungsthemen wirklich so vorhersehbar? Den ganzen Weg zurück
zur Schule grübelte ich über diese Frage nach. Das Komische ist, hier steht tatsächlich, es gibt ein Hidden Item. Das ist eine Regenbogenperücke. Da steht, man bekommt die in... Ach so, nee. Ah, man bekommt eine Uhr. Aber in seinem Zimmer. Aber ich komme ja gar nicht aus der Schule raus, wenn ich... wenn ich gerade in der Schule bin. Ach, egal. Ich ging in den Unterricht zurück und versuchte mich den Rest des Tages so gut wie möglich zu konzentrieren. Irgendwie stresse ich mich trotzdem langsam wegen der Prüfung, was durchaus gerechtfertigt ist. Am Ende des Unterrichts machte ich mich auf den Weg, um Nave, Iris und Kim in der Bibliothek zu treffen. Es ist echt nett von Nave, dass er jederzeit bereit ist, den anderen Schülern zu helfen. Gut, ich wäre zwar lieber heimgegangen oder hätte mich mit Castiel getroffen, aber es schadet bestimmt nicht, wenn ich ein bisschen lerne. Ja, das glaube ich auch. Mein Handy. Ich kramte in meiner Tasche, um es herauszuholen. Ich sah auf meinen Bildschirm, der eine unbekannte Nummer anzeigte. Ich zögerte kurz. Wer könnte das bloß sein? Hallo? Wooly? Hier ist Evan. Evan? Aber woher hat er meine Nummer? Hey, Evan, alles klar? Ja, alles klar, danke. Ich hoffe, ich störe dich nicht. Alexi hat mir gesagt, dass du gerne mit mir reden möchtest, deshalb habe ich ihn um deine Nummer gebeten. Nein, du störst mich nicht. Ich komme nur gerade aus dem Unterricht. Danke, dass du angerufen hast. Hast du jetzt kurz Zeit? Wenn du willst, können wir uns im Park treffen. Dann kannst du mir alles erzählen. Ja, ich habe Zeit. Oder nein, ich habe schon was anderes vor. Oh, das ist eine doofe Entscheidung. Hat das negative Konsequenzen, wenn ich eigentlich jetzt gerade lernen will? Nein, es tut mir leid. Nein, ich habe was anderes vor. Tut mir leid. Ich kann die anderen nicht einfach so versetzen. Und außerdem würde das vollkommen unverantwortlich sein, wenn ich das mache. Oh. Alexi hat mir gesagt, dass du was Wichtiges mit mir bereden willst. Bist du sicher, dass es nicht geht? Ja, bin ich. Ich habe für heute Nachmittag leider schon was ausgemacht. Okay, wie du willst. Ich weiß nicht, ob ich die nächsten Tage nochmal Zeit habe, aber ich halte dich auf dem Laufenden. Okay, danke trotzdem. Schönen Abend noch, bis bald. Ja, schönen Abend. Er legte auf. Ich frage mich, ob ich hätte zusagen sollen. Vielleicht hätte Evan mir ja helfen können, die Sache mit Kentin zu klären. Oh Gott, nein, bitte. Andererseits kann ich die Schule ja nicht einfach hinten anstellen. Nave, Iris und Kim sind bestimmt schon in der Bibliothek. Ich sollte besser auch gehen. Oh, habe ich jetzt was Blödes gemacht? Oh nein. Ich weiß nicht. Als ich in der Bibliothek ankam, hatten Nave, Iris und Kim sich bereits Plätze gesucht. Cool, jeder Mann ist da. Wohl eher jede Frau. Naja, Nave ist ja auch noch da. Wir sind also nicht nur Mädchen. Vielleicht, ja. Aber da wir hauptsächlich Mädels sind, habe ich beschlossen, dass wir eine weibliche Gruppe sind. Okay, das stört mich nicht. Das stimmt ja, dass es ein komisches Wort ist. Danke, dass ihr auf mich gewartet habt. Das ist doch normal. Legen wir los. Mit welchem Fach wollt ihr denn anfangen? Ich tue mich in Geschichte immer ein bisschen schwer. Geht mir auch so. Ich bin nicht in der Stimmung, um an Ferresses Stunde aufzupassen. Seine Stimme macht mich einfach ein bisschen schläfrig. Okay, also Geschichte. Ist das okay für dich, Wooly? Ja, perfekt. Ich habe da auch ein paar Lücken.
Oder ich habe heute Nachmittag Melody getroffen, die auch für Geschichte gelernt hat. Oder habt ihr schon eine Idee, was drankommen könnte? Ich die das da ich wisst ihr schon, was drankommen könnte? Nee, echt nicht. Vielleicht etwas über die Dekolonisation? Das ist schwer zu sagen. Man kann sich bei den Prognosen zu den Prüfungsthemen nie sicher sein. Genau deswegen ist es besser, alle Themen anzuschneiden. Gut gelaunt lernten wir eine Weile vor uns hin. Wie kann man denn vor sich hin lernen? Es macht Spaß, mit euch zu lernen. Mit anderen zusammen ist es viel besser. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kann mich in der Gruppe viel besser konzentrieren als ganz allein in meinem Zimmer zu Hause. Ich schaffe sowieso nie, daheim zu lernen. Ach ja? Machst du dann deine Hausaufgaben und das alles? Ich gehe in die Bibliothek oder in ein Café. Manchmal sogar in den Park. Ich bin gern von Menschen umgeben, wenn ich lerne. Ach ja, ich brauche oft viel Ruhe, um mich konzentrieren zu können. Tja, wir sind eben nicht alle aus demselben Holz geschnitten. Wenn ich daheim in meinem Zimmer lerne, verliere ich leicht den Faden und meine Gedanken schweifen ab. Und da muss ich ihnen nachjagen. Ich glaube, ich bin da ganz ähnlich. Mir ist aufgefallen, dass es mir an Konzentration mangelt. Das könnte nicht zufällig etwas mit unserem Castiel zu tun haben, oder? Oh, Iris, bitte. Nathaniel ist doch da. Ich meine, er weiß es ja, aber... Ist die Frage etwa ernst gemeint, Iris? Das ist doch sowas von auffällig, oder? Ich errötete. Ja, vielleicht. Ja, war klar. Nath scheint genervt zu sein. Doch außer mir ist es niemandem aufgefallen. Machen wir mit Naturwissenschaften weiter? Wir arbeiteten bis zum Ende des Tages weiter. Puh, ich fühle mich jetzt schon viel selbstsicherer. Ich auch. Ja. So sollte das ohne allzu große Katastrophen zu schaffen sein. Wir lachten alle. Umso besser. Ich bin froh, dass ich euch helfen konnte. Hättet ihr Lust, dass wir was trinken gehen, um unseren Riesenerfolg zu feiern? Oh, ich nicht. Ich gehe lieber heim. Oder... Gerne. Ja, ich denke, um den Tag ausklingen zu lassen, oder? Normalerweise hätte ich jetzt zum Lernen zu Hause noch gepaukt. Aber da wir ja gerade 3 Stunden am Stück geschuftet haben. Komm schon, Chef. Du hast dir eine Pause verdient. Genial, gehen wir. Wir packten unsere Sachen und gingen gemeinsam aus der Bibliothek. Geh aus der Schule. Das sollte nicht allzu schwer sein. Es ist erst Montag und ich habe jetzt schon das Gefühl, eine ganze Woche hinter mir zu haben. Es wird mir gut tun, ein bisschen rauszukommen, bevor ich heimgehe. Ja, war eine gute Idee, Iris. Aha. Wir setzten uns an einen der Tische, um die letzten Sonnenstrahlen zu genießen. Das riecht nach Ferien. So nah und doch so fern. Ein Kellner kam an unseren Tisch und fragte uns nach unserer Bestellung. Ich hätte bitte gerne ein Softgetränk. Was ist das denn für eine Aussage, Nathaniel? Hättest du gerne Cola, Fanta, Sprite oder doch lieber was anderes? Hä? Okay, naja. Ein Tomatensaft, bitte. Einen Milchkaffee, bitte. Sonst geht's dir aber gut, ja? Du trinkst noch Kaffee um die Zeit? Du wirst niemals einschlafen können. Ich hab nie Probleme beim Einschlafen. Na, ich glaube, das war eine Zeit lang mal anders, Iris, oder? No front. Außer wenn ich Probleme mit der Schule hab. Es schien Iris ein wenig zu verunsichern, über ihre vergangenen Schulprobleme zu reden. Der Kellner wurde langsam ungeduldig. Ja, mein Gott, beruhig dich. Er warf mir einen genervten Blick zu.
Und was darf's für Sie sein? Eine heiße Schokolade. Einen Eistee. Eine Limonade. Da ich jetzt gerade am meisten selbst Bock auf heiße Schokolade hätte, das macht dann bitte ein Gold. Jupp. Wisst ihr schon, was ihr ab nächstem Jahr machen wollt? Nur sehr vage. Ich habe ein paar Ideen im Kopf. Ich möchte gerne von hier weg. Und du, Wuli? Darüber habe ich ehrlich gesagt noch nicht wirklich nachgedacht. Kim, bei dir bin ich mir sicher, dass du sowas wie Olympiasiegerin werden wirst. Ich sehe dich jetzt schon bei den Olympischen Spielen in Paris. Schenkst du mir dann Karten, damit ich dir zusehen kann? Immer ganz ruhig, Kleine. Ich weiß nicht, ob mir diese Welt gefallen würde. Die ganzen Wettkämpfe und Scheinwerfer und so. Das muss ein ziemlich langweiliges Leben sein, ja? Glaubt ihr, die Schule wird euch fehlen? Auf gar keinen Fall. Oder ich denke schon, ja. Oder nicht wirklich. Ich weiß nicht, also ich persönlich, mir fehlt die Schule schon ein bisschen. Aber da wir hier ja nicht so wirklich die Schulratte sind, nicht wirklich. Ich wollte gerade sagen, aber die Freunde halt, ne? Die Schule nicht, aber ihr auf jeden Fall. Ja, das steht fest. Ihr werdet mir auch alle total fehlen. Oh, ich hoffe so sehr, dass ich dich in Next Gen, New Gen, New Gen wiedersehen werde. Hat man eigentlich die ganze Zeit doppelt Musik gehört? Ich hatte noch den New Gen Tab offen. Wenn ja, tut's mir leid. Naja, nur weil wir dann mit der Schule fertig sind, heißt das ja nicht, dass wir uns dann nicht mehr sehen. Hast du nicht gerade gesagt, dass du wegziehen willst? Willst du damit etwas sagen, dass ich euch dann immer noch nicht los bin? Ach, Mist. Ich lachte. Ich mag Kims Spontanität, ihre Ehrlichkeit und ihren rauen Charakter. Wir redeten noch eine Weile weiter, bevor wir beschlossen, heimzugehen. Danke nochmal für deine Hilfe, Nate. Und danke, Iris, für die Ideen mit dem Lernen. Und für die Idee mit der Belohnung. Hier ist ja ordentlich was drin. Wer hätte das gedacht? Sie klopfte sachte gegen Iris Kopf. Vielleicht sollte ich das ja machen. Danach gute Ideen verkaufen. Bis morgen. Wir gingen alle in verschiedene Richtungen davon. Hä? Sind wir nicht immer durch den Park gelaufen, um zu Iris nach Hause zu kommen? Dann haben wir doch eigentlich den gleichen Weg. Aber naja, okay. Nächster Halt, zu Hause. Alles klar. Dann gehen wir mal nach Hause. Als ich bei mir zu Hause ankam, fand ich meine Eltern in der Küche. Na du? Hey, wie war dein Tag? Ziemlich gut. Legst du deine Sachen ab? Wir essen bald. Ja, doch. Ich legte meine Unterrichtssachen auf meinen Schreibtisch. Ich habe Hunger. Hoffentlich ist das Essen bald fertig. Und was läuft zurzeit so auf dem Sender Schule? Nimm es ihm nicht übel. Er kann es einfach nicht lassen, seine Vaterwitze zu reißen. Ich weiß, ich habe mich langsam dran gewöhnt. Es bereiten sich eigentlich gerade alle auf die Abschlussprüfungen vor. Und was hast du für ein Gefühl? Das ist wichtig für deine Zukunft. Ja, ich weiß, Papa. Deswegen habe ich heute auch Evan nicht getroffen. Wer ist Evan? Evan, naja, also Evan ist, ein etwas älterer Junge? Junger Mann? Nein, Spaß. Das wäre jetzt nicht so gut, ihn zu erwähnen. Wir werden sehen. Dazu kann ich erst was sagen, wenn ich sie hinter mir habe. Ehrlich? Ich kann oder konnte nach Prüfungen nie sagen, ob das gut oder schlecht war. Also, ich hatte halt auch schon mal Momente, wo ich sagte, oh, das ist ganz gut gelaufen. Und nachher war es die pure Katastrophe. Manchmal hatte ich aber auch Momente, wo ich sagte, oh, das war richtig schlecht und nachher war es doch irgendwie eine 2 oder so. Also, naja.
muss aber eben gut gehen. Ich bin mir sicher, dass alles gut laufen wird. Wenn du gut gelernt hast, gibt es keinen Grund, warum das nicht so sein sollte. Ich hoffe, du hast recht, Mama. Wir aßen gemeinsam zu Abend und ich ging in mein Zimmer zurück. Okidok. Oh, das ist nicht mein Zimmer. Ich seufzte und ließ mich auf mein Bett fallen. Ich hatte wirklich einen tollen Abend mit den anderen, aber ich bin komplett hinüber. Mein Blick fiel auf meine Unterrichtssachen. Hoffen wir mal, dass meine Arbeit Früchte trägt. Ich nahm mein Handy, um Castiel eine Nachricht zu schreiben. Ich würde jetzt nicht Nein zu einer Umarmung sagen. Seine Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Flying Cupcake mit einer Kamera. Ich auch nicht, Kleine. Schlaf gut. Mit einem Lächeln auf den Lippen schlief ich ein. Am Morgen fiel es mir etwas schwer aufzustehen. Meine Mutter streckte sogar den Kopf zum Türrahmen rein, was sie sonst nie tat. Du kannst dich gern schlafen stellen, aber du musst trotzdem zur Schule, mein Schatz. Oh, Mama. Jammer so viel herum, wie du willst. Irgendwann wirst du leider aufstehen müssen. Ich sprang schließlich aus meinem Bett auf. Ich muss mir was zum Anziehen suchen. Okay, das ist das Outfit für Castiel. Also nehmen wir auch das. Ist euch schon mal aufgefallen, habe ich das schon mal erwähnt, dass Castiels Outfits irgendwie immer mit am günstigsten sind? Ja, ich ziehe mich da mal eben kurz um. Ich habe noch die Netzstrumpfhose anbehalten, weil ich finde, das wirkt eigentlich ganz cool unter der Jeans. Sah nur ein bisschen doof aus an den Knöcheln, deswegen habe ich noch Tennissocken angezogen. Naja, ich gehe dann mal. Bis heute Abend, mein Schatz. So, ich bin fertig. Oh, wirklich fertig. Ab in die Schule. Unten angekommen, wartete bereits eine Überraschung auf mich. Hey Kleine, gut geschlafen? Castiel, was machst du denn hier? Ich stricke, sieht man das denn nicht? Was denkst du denn? Ich bin natürlich gekommen, um dich abzuholen. Oh, wie kommt das? Oder das ist süß. Oder hast du mich etwa vermisst? Hast du mich etwa vermisst? Übertreib mal nicht. Sagen wir mal, ich bin zufällig hier vorbeigekommen. Natürlich. Ich stellte mich auf die Zehenspitzen und wir küssten uns. In der Hoffnung, dass mein Vater nicht um die nächste Ecke lauert. Es ist schön, sich mal wieder woanders als in der Schule zu küssen. Da fühlt man sich nicht so ganz beobachtet. Nicht ganz so schlimm. Ist dein Dad in der Nähe? Wieso, hast du Angst, dass er uns wieder überrascht? Überhaupt nicht. Dein Alter beeindruckt mich überhaupt nicht. Wie auch immer, gehen wir? Castiel warf immer wieder kurze Blicke zum Hauseingang, als ob er Angst hätte, dass mein Vater gleich auftaucht. Ja, lass uns gehen. Ich schmiegte mich an ihn, ich legte meinen Arm um seine Taille oder ich nahm seine Hand. Ich schmiegte mich an ihn. Castiel legte seinen Arm um meine Schulter und lächelte dabei. Ich weiß, dass dieses Bild ganz, 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 ganz viele Leute richtig hart getriggert hat. Weil Castiel grundsätzlich, ihr seht gleich auch wieder, seine Kette trägt oder seine zwei Ketten trägt und man die hier einfach nicht sieht. Ich kann das verstehen, ja. Ich kann nicht sagen, dass es mich nicht triggert, aber ich finde es jetzt nicht so schlimm. Aber es ist schon ein Fehler irgendwie. Nichtsdestotrotz, das Bild ist ganz süß, aber ja, jetzt nicht unbedingt eins meiner Lieblingsbilder. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr dazu denkt. Komm her, Kleine. Er drückte mich an sich und streichelte mir über die Haare. Wir gingen in Richtung Schule. Dann scheint die Episode aber jetzt nicht so besonders lang zu sein, wenn wir jetzt schon das Bild bekommen haben, oder? Hä? Wie komme ich denn jetzt zur Schule? Ich bin doch bei der Schule. Was wollt ihr denn? Den Weg bis dorthin verbrachten wir mit Reden. Und wie war dein Abend gestern? Geht schon. Ich habe ein wenig in der Bibliothek gelernt. Ich war mit Iris, Kim und Nathaniel zusammen, der mit uns nochmal ein paar wichtige Prüfungsthemen durchgegangen ist. Ach ja, er spielt den Samariter, ja? Cool.
sei nicht so. Das ist wirklich nett von ihm. Ja, klar. Immer bereit, den anderen zu Hilfe zu eilen. Jedenfalls fühle ich mich jetzt ein wenig sicherer wegen der Prüfung. Es kann einem ja nicht alle so zugeflogen kommen wie dir. Umso besser, wenn Nath schon mal was für etwas zu gebrauchen ist. Ich schüttelte den Kopf. Es würde wohl nichts bringen, Castiels Meinung ändern zu wollen. Wir gingen weiter. Schließlich kamen wir an der Schule an. Vor dem Schultor warfen sich alle besorgte Blicke zu. Ich habe das Gefühl, alles vergessen zu haben. Hä? Ist jetzt schon der Prüfungstag? Ich auch. Macht euch keine Sorgen, ihr rockt das schon. Ich habe Angst, dass ich in der mündlichen Prüfung muss. Atme tief durch, trink einen Schluck Wasser und dann wird das schon. Diese Prüfungen sind doch eh bloß reine Formsache. Ihr werdet doch wohl nicht glauben, dass die uns noch ein Jahr länger hier behalten wollen. Ganz klar, jetzt chillt mal ein bisschen. Reine Formsache. Das denkst du vielleicht, Castiel. Man muss die Prüfung schon ernst nehmen, um danach das machen zu können, was einem gefällt. Sie ernst nehmen, ja, aber nicht gleich dramatisieren. Macht's wie ich. Für mich sind die Prüfungen wie ein Spiel. Das Ziel, so viele wie möglich killen. Armin. Zocken hilft dir aber nicht dabei, dich darauf vorzubereiten. Armin, könntest du aufhören, immer alles auf Videospiele zu beziehen? Was mich am meisten nervt, ist, dass ich vergessen habe, meine Glücksboxershorts anzuziehen. Ja, wie funktioniert die? Das bleibt mein kleines Geheimnis. Umso besser, weil das wirklich keiner wissen will. Naja, ich würde das schon gerne wissen. Mir fehlen zurzeit noch Ideen für meine Moderubrik. Während alle anderen plauderten, verkroch Kentin sich in eine Ecke und schien genervt, hier sein zu müssen. Als die Türen sich dann öffneten, fingen langsam alle an, Panik zu bekommen. Jetzt stellt euch mal bitte vor, dass ich mich mit Evan getroffen hätte. Es war der letzte Tag vor den Prüfungen. Die Stimme von Frau Szymanski schallte durch die Lautsprecher. Liebe Schüler! Diese Woche wird die letzte Jahrgangsstufe ihre Abschlussprüfungen schreiben. Wünschen wir Ihnen viel Glück bei dieser Herausforderung. Die Abschlussklassen können ihre Prüfungsergebnisse am Ende der Woche bei den jeweiligen Lehrern einsehen. Ich bekomme Panik. Okay, gut, es wird Zeit für die Geschichtsprüfung. Oh Gott, ich bin nicht bereit für eine Prüfung. Okay. Hä, war Geschichte nicht immer in Raum B? Jetzt ist es in Raum A? Oh mein Gott. Jeder in der Klasse saß an einem Einzeltisch. Wir fangen jetzt an. Nehmt eure Plätze ein. Die Prüfung dauert 4 Stunden. Ihr dürft währenddessen keine Bücher auf euren Tischen haben. Was? Keine Kofferklausur? Ach Mist, und dabei habe ich mein Geschichtsbuch doch extra mit Spickern versehen. Manchmal habe ich das Gefühl, die Lehrer halten uns wirklich für Kinder. Nun gut, es wird Zeit. Ihr dürft jetzt die Blätter umdrehen. Ich drehte schnell mein Blatt um. Das Thema ist die Unabhängigkeit von Indien. Gut, dass ich die Dekolonisation mit den anderen nochmal durchgegangen habe. Ich warf einen Blick zu Melody hinüber, um ihre Reaktion zu sehen. Sie schien sehr überrascht zu sein, sich in ihren Prognosen geirrt zu haben. Die Arme. Ich atmete tief durch. Ich kenne das Thema und werde mein Bestes geben. Es geht los. Oh, bitte lass das nicht so wie in Kunst sein, wo wir... Nach 3 Stunden Schreiben tat mir meine Hand furchtbar weh. Das kenne ich. Ich habe tatsächlich durch meine Vorbereitung auf die Abi-Prüfung meine Hand zerstört quasi. Also ich habe seitdem eine chronische Sehnenscheidenentzündung. Also Happy Birthday für alle, die das gleiche Problem haben. Ich nahm mir am Schluss eine halbe Stunde Zeit, um alles noch einmal gründlich durchzulesen. Das ist immer sinnvoll, immer diese Zeit mit einplanen. Gut, auf jeden Fall habe ich getan, was ich konnte. Ich entschloss, zu meinen Freunden zu gehen, um mich mit ihnen über die erste Prüfung auszutauschen. Ich bin gerade so froh, dass uns keine Fragen über die Dekolonisation gestellt wurden. Okay.
Ich würde sagen, wir tauschen uns dann im nächsten Part mit unseren Freunden über die Prüfung in Geschichte, über die Dekolonisation und die, nennen wir mal, Freiwerdung Indiens. Ich habe vergessen, wie mein Satz angefangen hat. Wir hören uns beim nächsten Mal, meine lieben Ananäschen. Ciao, ciao.